Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist der 9. Mai. Es ist gleich der Startschuss beim MLP-Marathon Mannheim-Rhein-Neckar. Wir sind jetzt schon ein bisschen geschwitzt, weil bis wir nämlich endlich mal hier in der Mitte von diesem Pulk-Schallweg standen, war das eine halbe Völkerwanderung, oder? Das ist Wahnsinn. Also ich sag nur, zur Zeit der Völkerwanderung wollte ich nicht geboren sein, weil also das ist ja so viele Massen, die erdrücken dich ja hier. Und wir haben auch schon die ersten beiden gefunden, die uns ganz tatkräftig unterstützen. Sag doch mal, wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Ich bin Oliver aus Simmern. Ich bin Steffi aus Ulmen. Aus Ulmen? Ja. So weit her seid ihr gefahren. Das ist ja Wahnsinn. Sagt ihr das was? Ja, sagt wer kennt wen? Also, Ulmen sagt mir auch was, weil da war ich ja auf meiner Tour durch Rheinland-Pfalz. Und 10-Euro-Aktion. Sensationell. Also vielen, vielen Dank, dass ihr an uns glaubt. Ja. Und ja, wir hoffen, dass wir ins Ziel schaffen. Ja, ich auch. Vor allen Dingen hoffe ich, dass ihr so 6 Stunden Zeit habt, weil es kann ja ein bisschen dauern, ne, bis ich dann irgendwann mal ankomme, gell? Aber das Wetter ist ja herrlich, wir haben blauen Himmel, es ist noch nicht am Regnen. Allerdings, was nicht ist, kann ja noch werden, es wurde ja Gewitter vorausgesagt. Also mal gucken, ob das irgendwie vielleicht sich noch hält, das Wetter, und das irgendwie, wenn überhaupt, erst ganz, ganz spät am Abend anfängt zu tröpfeln. Es ist ja schon, muss ich ganz ehrlich sagen, bald fast ein bisschen zu warm zum Laufen. Ja, mir ist es sowieso viel zu warm. Ich glaube, ich muss wieder heim. Es ist mir zu warm und zu schwül. Und es ist keine gute Temperatur für mich. Es gibt Wasserstellen auf der Strecke. Also jetzt mach mal langsam und gleich geht's los. Und wir zählen zusammen runter. 10, 9, 8. Startschuss MLP Marathon Mannheim Rhein-Neckar 2009. Also das Wetter spielt mit, die Atmosphäre ist genial. Noch nie waren so viele Läufer am Start. Einfach ein voller Erfolg. Was meinen Sie, Herr Lautenschläger, warum laufen hier so viele Menschen mit? Ja, die sind viele Hobbyläufer und irgendwann will man sich mal mit anderen vergleichen, mit denen messen und dann läuft man auch mal einen vollen Marathon. So ist mir es auch mal passiert, als ich ein paar Jahre jünger war. Was bedeutet denn so ein Marathon jetzt für Mannheim und Ludwigshafen? Also dieser Marathon hat eine ganz große Anziehungskraft für die gesamte Region und es verbindet natürlich die beiden Städte Mannheim und Ludwigshafen, weil man ja über die Brücke rennt. Ein Teil der Marathonstrecke befindet sich in Ludwigshafen und Start und Ziel dann in Mannheim, also eine echte Städteverbindung. Das haben Sie ja gerade schon angesprochen. In Ihren jungen Jahren sind Sie ja selber mal mitgelaufen. Warum denn heute nicht mehr? Ja, da war ich 61 Jahre jung. Ich bin eigentlich Radfahrer. Ich wollte einmal einen Marathon laufen. Jetzt bin ich 70, jetzt fahre ich halt mal so meine 100 Kilometer Rennrad ab und zu. Und man ist stolz? Frau Lohse, sind Sie stolz, so einen Marathon hier in der Region zu haben? Ja, ich finde das ganz toll, dass dieser Marathon hier ist. Und das Besondere ist ja, dass es ein Dämmermarathon ist. Ich glaube, das ist eine besondere Atmosphäre, so in den Abend hinein zu laufen und das noch bei diesem im Wetter. Und dann gibt es ganz viele Menschen an der Strecke, die mit anfeuern, eine Riesenstimmung. Haben Sie auch ein besonderes Highlight? Sie hat gerade schon den Dämmermarathon angesprochen. Was ist denn Ihr Highlight hier beim Marathon? Ja, die ganze Stimmung. Ich kenne es vom Marathonlaufen selber. Ich bin hier vor 5 beim allerersten auch in der Staffel mitgelaufen als Schlussläufer. Dann in der Nacht hier anzukommen, in der Dunkelheit, die Stimmung, das ist unbeschreiblich. Und bekanntermaßen wird ja beim Laufen dann auch Glückshormone frei. Das addiert sich noch dazu. Als Teilnehmer ist das ein unglaubliches Erlebnis. Und ich auch. Ein Hoch auf alle Dicken im RPA-1-Land. Wir Fetten schaffen das auch, die 21 Kilometer.
Ihr kriegt mich nicht klein. Ich komme schon noch. Ich bin der Marathonmann. Und das bei Kilometer 10. Gleich. So, ich muss mich jetzt leider konzentrieren. Zeig es aus, süß. Kilometer 15. Langsam spüre ich meine Beine. Mir geht es eben gerade. Hört die Knie tun weh. Das Becken tut weh. Und der Kopf will auch. Also von daher, irgendwie werde ich den Schwein noch schon überwunden kriegen. Kunze ist wohl noch auf Trab. Ich habe sogar seine Frau Melanie getroffen. Die steht auch hinten und jubelt ihm zu. Also wenn das kein Anspann ist, dann weiß ich ja auch nicht. Und unser Trainer Jens ist mittlerweile auch bei ihm. Also der Marathonmann kommt garantiert ins Ziel. Ich bin da ganz, ganz sicher. Noch 6 Kilometer bis zum Ziel. Und da hinten braut sich ordentlich was zusammen. Also ich hoffe ja, dass es erst anfängt zu regnen und zu gewittern, wenn wir im Ziel sind. Weil, obwohl, genau genommen, eine kleine Erfrischung wäre auch mal ganz schön. Also lassen wir uns überraschen. Jedenfalls sieht es ganz schön grau da hinten aus. Der Marathonmann. Dann komme, was will. Wie geht's dir? Natürlich. Hör so langsam. Was ist unsere Restenergie? Danke! Danke! Oh Mann, die Leute sind so geil drauf. Das gibt echt immer wieder Kraft. Aber ich glaube, ich sehe ziemlich scheiße aus. Noch beschissener als sonst. Und ich sage mal, meine Qualität liegt eher beim Grillen und Essen. Aber gut. Man muss sich auch mal auf fremdes Terrain begeben. Aber wir Dicken schaffen das. Hier ist noch so ein Kollege. Ja, wir Dicken, wir schaffen das. Gell? Jawohl! Jawohl! Ja, Kilometer 21 näher sich. Mir tun die Beine weh, ich kann nicht mehr. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich jemals in meinem Leben einen kompletten Marathon gelaufen bin. Ich bin so froh, dass jetzt die 21 Kilometer nahen. Ich kann nicht mehr. Ich bin so im Arsch. Oh. Knie tun weh, Beine tun weh. Aber die Stimmung hier ist geil. Ich sehe das Ziel. Jetzt bin ich gespannt auf meine Zeit. Jawohl. Oh, hier mit Feuerfontänen werden wir empfangen. Sensationell. Der Start, Ziel kommt. Wie sieht's denn aus? Oh, jetzt muss ich die Zeit zulegen, dann schaffe ich es unter 2:30. Auf geht's. 2:27:40. Und es ist das Ziel gleich da. Von der APR. Und 2:27. Du bist einen Halbmarathon nach 2 Stunden nach geschafft. Zu beenden. Ich bin im Arsch. Jetzt warten wir auf den Kunzi. Ich kann auch singen und laufe immer noch. Es gibt kein Zurück. Ich komme jetzt gleich hoffentlich durchs Ziel. Und dann habe ich es geschafft. Diesen Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn. Ein Wahnsinnsgefühl, dass ich diesen Start mitmache, diesen Kampf. Ich hätte es ja, ja nicht geglaubt. Ich kann auch nicht mehr so gut sprechen, aber die Mara hat es geschafft. Komm, hier kommt der nächste. Ich zieh's durch. Oh mein Gott. Die hört man jetzt leider nicht mehr. Ich hab ein bisschen Brechreiz. Ich fühle mich auch ein bisschen fertig. Ich muss rüber. Ah, das kriegt man. Oh Mann. Ich bin jetzt auch fertig. Viel Abend. Ich bin jetzt auch fertig. Nadel! Nadel! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ole, ole! Ole! Ole, ole. Jérôme Devis aus Turin. Ja,
Scheiße. Der hier bei uns gestartet ist und nach 2:47 als Fünften. Oh mein Gott. Wir Dicke haben es geschafft. Sauber, oder? Ja. Andreas Kussmaul. Wie geil ist das denn? Ich kann nicht mehr. Der Marathonmann ist im Ziel. Er kann nicht mehr reden, aber es verständlich ist. Er hat es geschafft. Ich hab. Danke. Hättest du das für möglich gehalten, Jens? Unser Kunstberg, unser Marathonmann hat es im Ziel geschafft. Unglaublich. Unglaublich. Ja, unglaublich. Er hat so gekämpft. Und guck dir die Zeit an, wir sind unter 2 Stunden 50, es ist unglaublich, ich bin so stolz. Und auf dich auch, Mann, auf dich auch, unter 2:30. Ey, unter 2:30, ich hab zum letzten Mal so angezogen, Alter, ich will es hier unter 2:30 schaffen. Aber das ist der Wahnsinn. Mir tut alles weh, aber geil. Das ist der Beweis, dick und glücklich, auch wer frisst und säuft, kann Halbmarathon zumindest laufen. Ich bin einfach nur K.O. Ich brauche jetzt eine Dusche und dann, glaube ich, falle ich ins Bett.